Herzlich willkommen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Angebissen mit Ronny und Bodo. Der ist auch wieder am Start. Irgendeiner hat sich letztens beschwert, im letzten Video, vorletzten Video habe ich Bodo vergessen. Das geht natürlich nicht. Einer muss mich ja unterstützen. Ansonsten geht es heute um italienische Spezialitäten. Ich habe das ganze Paket zugesandt bekommen und zwar vom Benny und seiner Frau, die Bibi und die Tochter Sarina. Nee, Samira, so rum. Samira, haben mir quasi noch eine kleine Geburtstagsfreude gemacht, denn am 27.11. habe ich Geburtstag gehabt. Das Video wird dann natürlich morgen erst am 28. rauskommen. Aber nichtsdestotrotz machen wir da jetzt ein italienisches Angebissen-Special sozusagen. Und ich bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Das ist halt der nette Brief von beiden. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir greifen einfach mal hier rein. Okay, ihr seht ja schon ein bisschen was. Das ist ja auch blöd, oder? Ach, ist egal. Dann haben wir hier so Kuchen. Mach mal Platz hier. Ich brauche auch Platz. Danke. Dass jetzt aber wirklich alles so italienisch ist, ich weiß es gar nicht. Ich war selbst schon in Italien, in Bibione. Da war ich 14, das ist 22 Jahre her. Da gab es aber meistens Pizza und Pasta. So, ich würde sagen, wir schneiden das Stück mal ab. Und es riecht jetzt schon sehr zitronig. Ich würde sagen, oder täusche ich mich? Doch, auf jeden Fall ist da was mit Zitrone drauf. So lecker Kaffee und Kuchen sozusagen. Dann packen wir den mal dahin. Davon haben wir noch einen. Den machen wir jetzt auch einfach mal auf. Schmeckt so in die Richtung wie die Yes-Törtchen irgendwie, habe ich jetzt gerade so das Gefühl. Jetzt gar nicht so schokoladig, aber irgendwie so in die Richtung geht das schon. Schauen wir mal hier das Stück an. Zack. Sieht auch gut aus. Das könnte sogar, vielleicht so mit, obwohl das eine Schoki ist, keine Pflaume. Ist ein bisschen trocken, also mit Kaffee zusammen ist es auf jeden Fall besser. Schmeckt das leicht nach Schokolade. Auch ganz lecker. Also ist jetzt auch nicht so aufdringlich süß. Das ist angenehm. Dann haben wir hier Ringo Kakao. Kekse. Schokokekse. Keine kinderfreundlichen Verpackungen hier. So. Oh. Das sieht gut aus. Gut, der ist ein bisschen zerbröselt. Sieht aber gut aus. Keks, Schoko, Keks. Das ist lecker. Schöne Schokonote. Das ist das Ganze ja ein bisschen trocken. Können wir ja mal den Lemon Soda Justice League mit Wonder Woman. Das ist natürlich auch geil. Habt ihr das jetzt beide gezielt ausgesucht, weil da die DC-Charaktere drauf sind? Es sieht zumindest so aus. Sehr cool. Mit Sprudel, Zitrone. Ist jetzt natürlich einfach nur ein Zitronengetränk, Lemon Soda, mit ein bisschen Sprudelzeugs drin. Aber, ja, das sieht auch sehr interessant aus. Pan di Stau, Il Biscotti, Biscotto, Cesar Ulia de Palma. Sieht schon ein bisschen mitgenommen aus, die Verpackung, aber das sollte nicht das Problem sein. Dann haben wir hier Schokoplätzchen mit Stern drauf. Oh, es riecht kakaolig. Trocken. Schmecken ja wie Weihnachtsplätzchen schon. Lecker, aber auch ein bisschen süß. Oder relativ viel. Crostatine. Le Crostatine. 6 Stück mit Kirschfüllung. Schau, wups. Ah, einzeln verpackt, das ist ja sehr schön. Na, eigentlich nicht, aber zumindest kann ich dann hier eins aufessen und muss nicht irgendwie alles schon irgendwie aufpacken. So, trotzdem werden wir hier mal so ein Stück rausschneiden. So, wie so eine Pizza, schön geviertelt. Wunderbar. So. Riecht jetzt nicht nach irgendwie was. Auf jeden Fall ganz schön trocken. Klebt richtig am Mund. Das soll nach Kirsche schmecken. Naja, die Kirschfüllung ist jetzt sehr, sehr dezent nur. Also, nee, also mein Geschmack trifft das jetzt erstmal nicht. Auf den Schrecken müssen wir erstmal noch was trinken. Da hätten wir dann, oh, Cyborg.
Orange. Orange. Jetzt haben wir Wonder Woman und Cyborg. Das ist ja der Wahnsinn. Hat einer von euch den Film eigentlich schon gesehen? Wie fandet ihr den? Ich habe ja gleich zur Premiere geguckt. Hm, wer hätte gedacht? Orangenlimonade. Hat jetzt aber so einen künstlichen Touch. Und ist recycelbar. Hm. Ja, wie gesagt, ich habe den Film ja auch schon gesehen. Ja, so als DC-Verfilmung ist er schon echt gut. Obwohl er schon echt harte Kritiken bekommen hat. Aber ich war auch nicht ganz so glücklich im Kino, als ich da gesessen habe. Ah, jetzt was mit Schokolade. Das könnte vielleicht eher mein Fall sein. Das schieben wir jetzt mal rein. Beim zweiten Mal klappt es immer besser. So. Und übrigens, Superman ist doof. Ich finde den voll doof. Batman war sehr cool gemacht. Wonder Woman, ja, ist jetzt auch nicht mein Lieblingscharakter. Aquaman hätte man im Film fast weglassen können, muss ich ganz ehrlich zugeben. Bis auf 1, 2 Szenen hat er gar keine Bewandtnis gehabt. Und Cyborg war auch ganz nice irgendwie gemacht. Obwohl er noch ein bisschen mit seinen Fähigkeiten lernen musste. Und dann kam irgendwann Superman wieder. Das fand ich total doof. Falls, wenn ich jetzt jemand gespoilert habe, tut mir leid. So, das riecht wie Nutella. Ja gut, eine Haselnuss-Schoko-Creme-Füllung. Auch ganz schön trocken. Schmeckt mir aber besser als das mit der Kirschfüllung da. Weil hier schmeckt meine Schokolade wirklich so raus. Das ist kräftiger als der Keks drumherum. Und dann habt ihr mir jetzt eine Freude gemacht. Center Shocks. Greedy Spider. Die gierige Spinne. Jetzt bin ich ja gespannt. Oh, das riecht schon. Schnell weghauen. Trifft voll meine Geschmacksnerven. Vor allen Dingen die sauren. Oh. Jetzt ist der Schlimmste vorbei. Schmeckt nach Kaugummi. Wenn mich nicht alles täuscht, war da sogar Zitrone. Dann haben wir hier noch was anderes. Latte. Mhm. Könnte für Milch stehen. Aus dem Italienischen. Latte Macchiato zum Beispiel. Ist ja ein Milchkaffee. Sieht aber aus wie die, Mensch, wie heißen die denn jetzt? Ne, ist wirklich so eine. Es schmeckt wie Milch-Trockenpulver. Wo hatte ich denn das letztens? Da war da auch irgendwie sowas mit bei. Hat mir auch so besonders gut geschmeckt. Oh, war das beim Tschechen, bei den russischen Spezialitäten? Aber das ist so getrocknetes Milchpulver. Und das mag ich nicht wirklich. Ich glaube, Reflexe wie ein Tiger. Dann trinke ich noch einen Schluck. Und zwar Esther the Limone. Nochmal was Zitroniges. Diesmal ohne DC drauf. War bestimmt auch gleich billiger, die Dose. Das ist Eistee. Ach so, Esther Tee, Eistee. Das könnte es natürlich sein. Der schmeckt gut. Der wird ja halt auch mit stillem Wasser gemacht und nicht mit diesem Sprudelwasser. Das ist eigentlich auch nicht so mein Fall. Ich trinke auch immer nur stilles Wasser. Schmeckt ganz dezent, aber nicht nach Zitrone. Also riechen tut es nach Zitrone und im Nachgeschmack auch so ganz leicht. Aber es schmeckt eher mehr so nach Pfirsich, würde ich fast sagen. Oder ist das gemischt mit irgendwas? Aber hier ist Zitrone drauf. Das ist aber lecker. Dann haben wir hier noch was Schönes. Ein Croissant. Kommen die nicht aus Frankreich? Warum kommen die jetzt aus Italien? So. Machen wir das Ganze mal auf. Was haben wir da drin? Nichts? Okay. Doch, hier ist irgendwas eingespritzt. Hm. Könnte so Vanillecreme sein. Aber auch da braucht man was zu trinken. Ich würde sagen, nehmen wir mal den Pfirsich-Nektar hier. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so eine Packung getrunken habe. Da war ich bestimmt selbst noch in der Schule. Oh, dickflüssig. Nektar, Pfirsich-Nektar. Aber schmeckt gut. Dann hätten wir nochmal. Nee, das ist Aprikose. Aprikosen-Nektar, oder? Oder Aprikosen-Fruchtgetränk, was auch immer. 40% Fruchtanteil. Aprikose esse ich ja auch ganz gerne. Als Getränk habe ich das, glaube ich, auch nicht oft. Kann man trinken, aber naja. So, da hätten wir hier noch einen Center Shock. Mr. Slimer. Aha. Sieht genauso aus wie die Spinne gerade. Bestimmt alles das Gleiche. Die verarschen mich doch alle nur. Oh, ist das sauer. Ah, schnell wegkauen. Über die Zungenspitze. Also sauer, nicht drauf gebissen. Oh. Geschmacksfarbe neutral. Ach, Blutorangengeschmack soll das sein. Hm.
Okay. Erdbeer. Wollen wir das auch noch probieren? Ich versuch's mal. Nehmen wir doch einen Erdbeer dazu. Jetzt bin ich ja gespannt. Sauer. So, jetzt soll es nach Erdbeer schmecken. Schmeckt auf jeden Fall süß? Nee, irgendwie nicht. Vielleicht mal dran vorbeigelaufen, aber. Oder dran vorbeigefallen, aber Erdbeerfüllung? Mm-mm. So, dann hätten wir noch das nochmal. Dann hätten wir nochmal eine Orangendose. Dann hätten wir nochmal Zitrone zum Trinken. Muss ich die jetzt auch noch aufmachen? Ich weiß gar nicht, wie ich das alles ins Büro schleppen soll. Und der Rest hier, die Schockdinger sind alle nochmal die gleichen. Und die Latte-Dinger, die, mal gucken, was wir damit machen. Mein Geschmack ist es nicht. Na gut, ich mache hier das Zitronendings auch nochmal auf. Ich bin ja nicht so. Das ist jetzt auch wieder Eistee. Ja? Man sieht es jetzt hier an der Abbildung so ein bisschen. Ist mir gerade nicht aufgefallen. Zitroneneistee. Aber nach dem sauren Zeugs merke ich jetzt eh nicht mehr viel auf der Zunge. Na gut, weil ihr es seid, mache ich die auch noch auf. Nur, dass wir mit Sprudel und Orange, so wie es drauf abgebildet ist, das schmeckt aber eher noch mit, als wäre da Tonic oder so mit drin. Das zieht so ein bisschen auch zum Schluss das Wasser wieder im Mund zusammen. Also es ist nicht so, dass man jetzt eine Erfrischung hätte, sondern irgendwie durch noch eine gewisse Säure zieht es das Wasser aus dem Mund zusammen. So, dann war es das auch mit dem angebissen Italien. Es ist mit Sicherheit nicht das, was ihr aus Italien kennt. Das ist nur eine sehr, sehr kleine Auswahl von da. Ich muss aber auch zugeben, ich weiß selber nicht mehr, was es da alles gab. Wie gesagt, wir haben uns meistens mit Pizza und Pasta zugestopft. Also Nudeln und Pizza oder irgendwelche Salaten, wo dann irgendwie so Fisch drin war. Ich habe da immer sehr gerne Tittenfisch und Thunfisch gegessen und so Meeresfrüchte. Süßigkeiten haben wir da, glaube ich, gar nicht so gekostet. Und wie gesagt, bei mir ist es ja mindestens 22 Jahre her, dass das letzte Mal in Italien war. Aber es ist schon mal wieder was anderes. Und ich bedanke mich nochmal bei Samira, Bibi und Benny. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und wir sehen uns. Dankeschön fürs Zugucken. Den Abo-Band findet ihr oben links. Patreon ist da drunter, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ansonsten findet uns auf nerdsheaven.de, unserer Webseite, wo ich der Redakteur bin. YouTube, Facebook, Instagram, Twitch und noch andere Medien, wo man so streamen und zocken kann. Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag ab 19:30 Uhr. Wenn ihr Bock habt, schaltet ihr ein. Bis dahin. Ciao, ciao.